Was geht, Freunde? Willkommen zum vorletzten Spiel aus unserer Oberliga-Saison. Wenn wir noch aufsteigen wollen, sind wir auf jeden Fall auf die Ergebnisse auf anderen Plätzen angewiesen, was natürlich nie so geil ist. Aber heute steht erstmal das Spiel in Erntebrück an. Ihr kennt vielleicht den Platz noch, das war das 4:0. Das war das Spiel nach meiner Corona-Erkrankung, wo ich eingewechselt wurde. Wir sind voller Optimismus auf jeden Fall hingefahren. Ein klarer Pflichtsieg für uns und wir starten mit der Aufstellung rein und dann auch mit dem Spiel. Im Tor spielt Bruno, die Viererkette kennt ihr mittlerweile auch, nämlich Schuh, Esser, Jeff und Tom. Dann spielen Nico und Berko davor, Timon auf 10, links Umut, rechts Kami und ich bin vorne drin. Und Freunde, ja, ohne lang zu schnacken, rein ins Spiel. So Freunde, ihr seht, wir laufen ein, wir in Schwarz und Weiß gegen Erntebrück in Blau und Weiß. Ich glaube, das ist mit die längste Auswärtsfahrt für uns. Wir sind 2,5 Stunden gefahren, wovon die letzte Stunde echt nur Landstraße ist. Also der Platz ist komplett im Nirgendwo. Und Tribüne auch nicht sonderlich hoch, das heißt, es ist ein bisschen flach gefilmt. Ich hoffe, ihr erkennt aber alles. Und wir starten rein ins Spiel. Erntebrück stößt an. Und auch direkt mal mit dem ersten Standard, der auch gefährlich wird. Und wir werden ihn nicht so richtig los und dann steht es tatsächlich in der, ich glaube, 4. oder 5. Minute 1:0 für Erntebrück. Erstmal ein scheiß Gefühl, aber für uns trotzdem, ja, früh im Spiel das Tor, das ist erstmal positiv und von daher, wir wussten, hier ist noch alles drin, wir haben noch genügend Zeit. Und trotzdem ist so ein Gegentor natürlich immer kacke und du startest jetzt mit einem Rückstand rein. Aber wir waren auf jeden Fall sehr optimistisch und es kommt hier der erste Ball von uns nach vorne. Der macht, wird aber nicht durch uns gefährlich, sondern durch den Innenverteidiger von Erntebrück. Ich habe es jetzt nochmal in der Slow-Mo eingefügt. Da will er den Ball klären, ist sich dann, glaube ich, ein bisschen unsicher und der Ball geht einfach an Pfosten. Das wäre auf jeden Fall der frühe Ausgleich gewesen, aber ja, so war es leider nicht so. Hier geht es vorne mit einem Einwurf für Erntebrück weiter. Der geht jetzt aber ein bisschen nach hinten los. Hier erkenne ich nämlich, ich habe jetzt ein Standbild eingefügt, ich erkenne jetzt, dass er auf jeden Fall zum Torwart zurückspielen will, weil sonst alles zu ist. Lauer auf den Ball und genau dieser Ball kommt auch und ich stehe frei vorm Torwart, entscheide mich jetzt am Torwart vorbeizugehen, dann ist der Winkel sehr, sehr spitz und das ist auch sozusagen, ja, Knockout für mich, dass der Winkel dann zu spitz war und ich mir den Ball einfach zu weit am Torwart vorbeigelegt habe. Im Endeffekt mega ärgerlich, hat mich auch im Spiel sehr, sehr geärgert, so eine Chance liegen gelassen zu haben, aber so ist es, weiter geht's im Spiel und jetzt hier mal eine längere Passage von uns, wo wir einfach immer am Drücker waren. Ich hole den Ball hier runter, spiele auf Tom. Tom macht den Ball jetzt über außen wieder scharf und ich glaube jetzt, genau, Schuh bekommt den Ball, bringt den Ball nochmal in die Mitte, der wird aber abgefangen von Erntebrück und auch jetzt ist der Ball für sie noch nicht geklärt, nämlich wir kommen nochmal vorne. Jetzt erstmal über Kami, über die rechte Seite, dann hat Timon hier den Ball, spielt nochmal in die Mitte, Tom verlagert jetzt nochmal auf links und Schuh bringt den Ball jetzt auf Umut außen. Einmal um die Drehung rum, ja, und jetzt bringt Umut den Ball nochmal in die Mitte und der Ball wird jetzt letztendlich geklärt von Erntebrück. Also wir waren auf jeden Fall am Drücker, hatten glaube ich 90% Ballbesitz, also eine Chance nach der anderen, so geht es auch hier weiter. Kami bringt hier den Ball in die Mitte und ich komme hier frei zum Kopfball. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Volley nehmen muss, weil der Kopf schon echt sehr weit unten ist. Aber wenn der in die lange Ecke geht, hier sieht man es, vielleicht wäre der Torwart auch da gewesen. Ja, der muss auf jeden Fall aufs Tor kommen. Aber, wie ich schon gesagt habe, wir waren am Drücker. Es ging einiges nach vorne. Und ja, jetzt geht es hier weiter, wo mit einem Kurzpassspiel Nico denkt hier, dass er aufdrehen kann. Ich glaube, es kam ein falsches Kommando von irgendwo. Und jetzt kommt Erntebrück nach vorne. Und zum Glück wird hier nicht kombiniert, sondern er entschließt sich einfach zu schießen. Und der Schuss ist dann gar nicht gefährlich, beziehungsweise, ja, wird einfach abgefälscht. Und Abstoß hier für Erntebrück. Und Tom gewinnt jetzt hier das Kopfballduell. Timon erkennt, dass ich vorne durch bin. Ich bekomme jetzt den Ball, bin im Laufduell. Höre aber, dass Timon im Rückraum kommt. Ich lege den Ball quer und es steht jetzt endlich 1:1. Ich war mega happy nach meiner Aktion, die ich vorher nicht so gut gelöst habe, jetzt hier dann den Assist zu machen und quasi, ja, das Ganze besser gestaltet zu haben. Hier lege ich den Ball zurück und Timon, gut, hat eine super Technik und ich glaube, den hätten viele reingemacht, aber trotzdem sehr, sehr stark. Timon war auf jeden Fall on fire, werdet ihr noch mehrere Szenen heute sehen. Und es geht weiter, Erntebrück stößt an, es steht 1:1. Mega wichtig für uns und wir haben weiter nach vorne gespielt. Umut bekommt jetzt hier den Ball und macht es erstmal stark. Erkennt, dass Timon noch im Rückraum steht, spielt jetzt hier wieder den Ball hin. Ich löse mich aus der Mitte, spiele jetzt hier den Doppelpass mit Timon und Timon kommt hier zum Abschluss. Und der ist natürlich schwierig in die lange Ecke zu legen. Ich glaube, genau da wollte er ihn nämlich hinhaben. Hat dann aber nicht geklappt. Und jetzt eine etwas unschöne Szene. Hier kommt Jeff das erste Mal zum Kopfball und hier kriegt er einen Ellenbogen ins Gesicht. Das erkennt man im in der Originalgeschwindigkeit nicht so genau. In der Zeitlupe jetzt aber nochmal. Und das Schlimme ist, dass er sich, ich glaube, Jochbein oder ein Stück vom Oberkiefer und
und die Nase dabei gebrochen hat. Also echt sehr, sehr ungünstig und ihr seht es auch jetzt gleich. Jeff hat sich jetzt fürs letzte Spiel eine Maske anfertigen lassen. Sieht auf jeden Fall hübsch aus, der Junge, mit einem SG Wattenscheid-Aufkleber vorne drauf. Ultra geil. Er hat aber weiter gespielt, war, glaube ich, ein bisschen benommen und hier rutscht ihm auch der Ball unterm Fuß her und Erntebrück trifft die Latte. Und Jeff saß auch in der Halbzeit ein bisschen benommen in der Kabine und hat so in mehrere Richtungen geguckt. Also der hat echt ordentlich eins abbekommen. Der Schiri pfeift jetzt hier zur Halbzeit und wir starten direkt weiter mit der zweiten Halbzeit. Und das 1-1 hat uns natürlich überhaupt nicht gereicht. Wir wollten weiter nach vorne spielen und guckt euch jetzt mal die geile Aktion von Umut an. Einfach ein Ankle-Breaker, zack. Und bringt jetzt den Ball in die Mitte und Timon nimmt den Ball hier direkt und wenn er den Satter trifft und der Ball noch gefährlicher aufs Tor kommt, ja, dann ist das einfach eine brutale Aktion von vorne bis hinten. Aber kein Vorwurf an Timon, der ist echt brutal schwer zu nehmen. Aber geile Aktion vorher von Umut, ich feiere sowas. Und hier kurz ausgeführter Freistoß von Nico und Berko. Berko treibt jetzt den Ball nach vorne und spielt wieder auf Umut, der jetzt nicht nach außen, sondern in die Mitte zieht und hier den Abschluss sucht. Und der Torwart klärt den Ball zur Ecke. Also Umut hat echt viele Aktionen im Spiel gehabt. Hier die nächste, wo er auf Berko spielt. Und guckt euch jetzt mal diese Fußarbeit von Berko an. Brutal, wirklich geisteskrank. Spielt den Ball auf Timon und Timon schnürt hier den Doppelpack. Richtig krass. Aber ich habe es hier noch in meiner Zeitlupe. Berko, was ist das für eine Technik? Das sieht man wirklich sehr, sehr selten. Brutal, wirklich einfach nur krass. Kann man nur feiern. Und den Ball hier bringt Timon dann in der langen Ecke unter. Ich glaube, so wie er in der ersten Halbzeit einmal haben wollte. Und jetzt führen wir endlich, haben das Spiel gedreht. Mega wichtig. Und man hatte jetzt schon auf dem Platz ein bisschen das Gefühl, hier brennt nichts mehr an, obwohl noch sehr lange zu spielen war. Und trotzdem, wir waren sehr motiviert. Und hier bekomme ich jetzt den Ball, mach ihn fest und spiel auf Umut raus. Und Umut, ja, versucht jetzt den Abschluss zu nehmen, erkennt aber, dass Tom besser steht, legt auf Tom ab und Tom sucht hier den Abschluss. Ich finde eigentlich ein ganz geiler Schuss, wenn der noch mittiger kommt, ist der richtig gut. Emre wurde in der Zwischenzeit eingewechselt und hat jetzt hier seine erste Aktion, dribbelt in die Mitte und ich finde den Abschluss eigentlich echt ordentlich. Wenn er ein bisschen weiter in die Ecke geht, ist der richtig gefährlich. Ähnliche Situation jetzt hier nochmal über links. Emre dribbelt an, spielt jetzt mit mir einen Doppelpass, genau hier, und ist jetzt schon wieder durch. Und jetzt entscheidet sich Emre nochmal quer auf mich zu legen und wenn der ankommt, ist das natürlich eine richtig geile Aktion. Hier, finde ich, kann er auch selbst schießen, ist aber lobenswert von ihm, dass er nochmal querlegen will. Und den Ball kriege ich dann nicht. Das war mit meiner letzte Aktion. Dennis wird jetzt für mich eingewechselt, der absolute Joker von uns. Wir haben natürlich alle gehofft, dass er jetzt hier noch ein Tor macht und die Partie damit abschließt. Timon wird auch ausgewechselt. Auf jeden Fall Matchwinner mit seinen zwei Toren hier in Erntebrück heute. Und eine geile Aktion hier nochmal von Tom, der hier auf Umut durchsteckt. Und ja, genau, der angesprochene Dennis steht in der Mitte, kann hier den Ball einschieben und schießt ihn drüber. Aber Dennis hat so viele geile Aktionen diese Saison schon gehabt. Von daher gar keinen Vorwurf. Und jetzt wird abgepfiffen. Wir gewinnen in Erntebrück 2-1. Das Geile ist, dass in der Zwischenzeit Eintracht Rheine gegen Rhinern gewonnen hat. Das heißt, wir rutschen automatisch auf Platz 2 und somit einen direkten Aufsteigerplatz. Und jetzt am letzten Spieltag zu Hause gegen Rheine haben wir die Chance aufzusteigen in die Regionalliga. Deswegen auf jeden Fall mega wichtig dieser Spieltag für uns. Wir haben 3 Punkte geholt. Die anderen haben gepatzt, so wie wir es eigentlich brauchten. Und eigentlich spannender oder perfekter kann Saisonende nicht für uns sein. Wir haben jetzt ein Heimspiel. Wie das Spiel da ausgehen wird, erfahrt ihr im nächsten Video. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall sportlich, gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao.